Hallo Leute, ja, wir sind hier wieder im Wollheim und da unten ist unser Lager und es ist nicht mehr rot und letztes Mal haben wir noch irgendwen gehört, aber vielleicht haben wir jetzt die Chance, da unten mal hinzugehen und zu gucken, was da Sachlage ist, ob wir da weiterkommen, ne? Ich würde sagen, ihr schaut's Logo, dann gehen wir auf den Großbildschirm. Ist das für eine Blume? Habe ich die schon mal gesehen? Blaubeeren. Okay, weiß ich gar nicht, ob wir jetzt schon mal Blaubeeren hatten, aber ich glaube, wir können sie sowieso nicht aufnehmen, ne? Wir haben keinen Platz im Inventar. Okay, wir laufen mal runter und hoffen, dass hier nirgendwo mehr einer ist. Hier ist irgendwie auch ein großes Lager. Okay, tausende von Sachen. Gibt es hier unten noch jemanden? Wohl nicht. Also müssen wir gucken, dass wir das hier irgendwie hinkriegen und Heile kriegen vor allem, ne? Oh, Sonnenaufgang, cool. Sieht so aus, als ob das so ein bisschen demoliert worden ist. Und das haben wir ja auch noch nicht aktiviert. Portalkennung setzen, Sumpfrand. Ja, okay, passt. Vielleicht sollten wir erst zurückfahren, ne? Was sagt denn unser Lager hier? Ja, wir können erstmal. Haben wir noch eine Kiste oder haben wir hier keine Kiste? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ne, wir haben wohl keine Kiste, ne? Aber Werkbank können wir mal gerade nutzen und wenigstens so ein paar Sachen wieder reparieren, die wir noch haben, ne? 49 Feuerpfeile. Wir können aber keine Feuerpfeile machen, weil uns solche Sachen fehlen, okay? Das können wir aufwerten, nix. Okay, dann halt nicht. Ich war von überzeugt, dass ich hier eigentlich eine Kiste irgendwo hätte. Aber vielleicht. Okay, Essen vertragen ist immer wichtig, glaube. Das essen wir mal auf. Ach so, wir haben noch von den anderen 3 Minuten. Okay, dann lassen wir das so. Hier brauchen wir noch irgendwie ein Gestell, um Essen zu machen. Aber ich glaube, wir machen erst hier uns mit den Sachen, die wir haben. War hier nicht mal eine Leiter? Na, die ist wenn auf der anderen Seite. Naja. Hier kann man ja was einlagern, ne? Ist da was drin? Nein. Das heißt, nehmen das Trollleder auf jeden Fall mit. Das sollten wir eigentlich in eine Kiste bauen und hier lassen, ne? Das Leder nehmen wir auch mal mit. Karottensamen, ja. Das kommt auch noch hier rein. So, dann haben wir schon ein bisschen was wieder zum Anpacken. Ah, toll, ganz viele Wildschweine. Hier haben wir doch irgendwo noch was rumliegend, ne? Und dann noch was aufnehmen. Okay, jetzt konnten wir noch was tragen. Ach, hier ist ja noch viel mehr. Keine Ahnung, wo das alles wegkommt. Und jetzt haben wir sogar Harz einmal aufgenommen. Gut. Lass uns mal den Hammer gerade rausholen und gucken, ob wir noch was basteln können, oder? Ne, bauen. War das jetzt hier schon passend hoch? So, warte mal. So rum, ne? Wird es erstmal noch runtergehen, ne? Ja. Dann brauchen wir da schon, glaube ich, so ein Teil wie dieses hier, oder? Herstellung 1. Hier oben. Können wir hier eine Tür hinbauen? Da oben. Aber eigentlich müsste die Tür hier unten hin, ne? Tja, wie macht man das mit der Tür am besten, ne? Vielleicht erst das doch noch bauen. Na, da unten sehe ich schon wieder das ein Teil wieder falsch rum, ne? Eigentlich müsste das so rum sein, ne?
Können wir das auch so bauen? Ich glaube, es geht sogar so. So sieht das gar nicht mal so schlecht aus. Dieser Stein, das ist natürlich jetzt doof im Weg, ne? Kriegen wir noch Dach dahin? Bestimmt, ne, oder? Eingesnappt. Eingesnappt. Wenn ich da jetzt noch was dran ersetze, bricht es glaube ich zusammen, oder? Obwohl, hier könnte es vielleicht funktionieren, weil wir da seitlich ja noch was haben. Und jetzt macht die Hütte natürlich viel Rauch, ne? Weiß nicht, ob das funktioniert, was ich jetzt hier bastel. Ist noch voll die Räucherbude. Warte mal, vielleicht geht auch dieses kleinere da oben. Das nippt er ein, okay. Geht's da auch? Ich habe doch gerade irgendwen gehört, oder? Oder nicht? Dann muss ich den Stein tatsächlich mit reinnehmen. Könnte sein, ne, oder? War hier irgendwo einer oder nicht? Ich glaube, es war keiner da. Jetzt müsste man natürlich hier noch einen Boden haben, ne? So, 5 brauchen wir für den Boden. Ist hier eine Bodenplatte da? Das wäre eine Bodenplatte, ne? Die würde da sogar auch noch hingehen. Okay. Hier geht nicht hin, ne? Dann brennt's, oder? Och, macht's auch mit. Würde mich jetzt mal interessieren, wann das Feuer nicht mehr brennt, wann das die Feuerhütte anfackelt. Das geht jetzt irgendwie nicht daran, er ist nett. Naja, nicht schlimm. Kriege ich das da auch noch hin? Das geht wohl auch noch. Und kriege ich den da jetzt hin? War jetzt nicht so sinnig, oder? Also wo höre ich den denn? Oder ist das mein Boot, was da irgendwo immer an der Wand kommt? Nee, oder? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Ich höre doch immer einen, oder? Oder sind das die Wildschweine? Es können auch die Wildschweine sein, ne? Bestimmt sind es die Wildschweine. So, und jetzt eine Tür noch dahin. So, jetzt das Teil da drüber, geht das?
erstmal einen guten Eindruck, oder? Da unten habe ich natürlich falsch zusammengebaut, sehe ich schon so, ne? Und das große geht da unten hin. Okay, der Stein ist jetzt so mittendrin, ne? Okay, das funktioniert wieder sehr gut. Machen wir die 5 raus. Da kriegen wir doch hier noch so eine Foundation hin. So, da. Aber ach, da ist wieder kein Dach drüber. Und dann, wenn da kein Dach ist, dann funktioniert das wieder mit. Geht kaputt auf Dauer, ne? Naja, aber erstmal ist doch gut, oder? So, und da müssen wir jetzt noch eine Kiste erstmal bauen. Geht das noch? Möbel, Möbel sind da, Kiste ist da. Macht das mal einen guten Eindruck, oder? Wo ist denn da? Da vorne ist der. So, passt. So, Truhe ist leer. Die lassen wir mal hier. Fallen haben wir nicht mehr ganz viele. Ich glaube, die Trophäe könnten wir auch hier lassen, oder? Ja, doch, lass die mal hier. Die Steine lassen wir hier. Die Steine lassen wir hier. Bronzespitzhacke. Okay, die ist kaputt, glaube ich, ne? Deswegen können wir die nicht mehr benutzen. Die lassen auch hier. Das auch hier. Ich glaube, dann haben wir es erstmal, oder? Die Hütte ist verraucht ohne Ende. Jetzt sollte ich den da oben nochmal abreißen. Ha, geht der Rauch besser raus? Ich glaube schon, oder? Dann ist schon wieder dunkel, oder wie sehe ich das? Gut, aber wir gehen jetzt aufs Bötchen und wo ist das Ruder? Ah, da. Gucken wir mal zu, dass wir hier vielleicht. Wind haben wir natürlich gerade keinen, ne? Ah, doch, jetzt kommt der Wind auf. Das heißt, Segel setzen und vielleicht Richtung Heimat fahren. Beziehungsweise zum anderen Lager, ne? Und dann mal gucken, wie wir das mit dem Tor aktiviert kriegen. Das ist ja auch noch ein Problem, ne? Ich habe keine Ahnung, ob man das von der Basis aus machen muss. Ich glaube schon, ich weiß es aber nicht. Oder ein aktives Tor nehmen, weiß ich nicht. Wir müssen das mal schauen. Ich habe da noch keinen blassen Schimmer. Vielleicht muss ich das auch erst nachlesen. Aber wir müssen sowieso zur Basis zurück, weil wir müssen ja unsere Axt, glaube ich, heile machen. Das war ja noch unser Problem, ne? Jetzt haben wir natürlich auch Top-Wetter, ne? Ist klar. Jetzt kommt bestimmt gleich noch so eine Dingens. Wie heißt es hier? So eine schicke Seeschlange. Hier Land in Sicht? Ne. Gar kein Land. Doch, da. Jetzt sag nicht, der Baum ist hier ganz vorne schon im Wasser, oder? Nee, ne, oder? Das täuscht doch nur, oder? Hä, oder? Nee. Aber wir haben Flaute. Was ist da vorne? Komm, wir fahren jetzt da mal hin. Ist das jetzt erreichbar oder nicht? Okay, der Seegang ist weg. Da war doch jetzt. Eine kleine Insel mit Baumstamm.
Schon sehr speziell gerade hier, oder? Ja, da hinten, das war wieder so eine optische Täuschung, aber ist nicht schlimm, weil wir müssen ja sowieso kreuzen, ne? Weil der Wind ja nicht passend kommt. Kurz Karte. Ja, dahin müssen wir auf jeden Fall. Irgendwie sieht das gerade so weit weg aus, das Wasser, ne? Das Land, nicht das Wasser. So, jetzt wieder im Wind. Auf geht's. Ja, eigentlich fahren wir relativ gut jetzt, wenn wir so weiterfahren können. Und wahrscheinlich dreht gleich der Wind wieder und dann geht nichts mehr, ne? Aber ihr seht schon, die Folge ist so voll lang, ne? Machen wir hier erst einen Cut. Wir sehen uns im Lager dann wieder. Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.